und herzlich willkommen zu 5 Minuten mit, dem Videopodcast der katholischen Kirchengemeinde Singen. Heute mit mir Pastoralreferentin Anna-Marlene Wolter und den Simpsons. Die Simpsons sind weltbekannt. Schon seit über 30 Jahren laufen die Geschichten über die gelbe Familie auf dem Bildschirm. Dabei taucht in der Zeichentrickserie auf genial witzige Weise fast jedes Lebensthema auf. Auch das Thema Kirche und Religion. Die Szene, die wir gleich sehen, kommt aus der Folge Ein gotteslästerliches Leben. Es ist Sonntagmorgen und wie es sich gehört, ist die Familie Simpsons natürlich in die Kirche gegangen. Aber ein Familienmitglied ist diesmal zu Hause geblieben und stellt damit alle anderen vor die Gretchenfrage. Meine geliebte Familie, wie war es in der Kirche? Ich dagegen hatte den schönsten Tag meines Lebens. Und das lag nur daran, weil ich nicht in die Kirche gegangen bin. Ich bitte dich, sowas darf man nicht sagen. Kinder, das hat euer Vater nicht so gemeint. Moment mal, und ob ich das so gemeint habe? Marge, ich werde nie wieder in die Kirche gehen. Homer, willst du tatsächlich deinen Glauben aufgeben? Oh, nein, 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 nein. Doch. Nicht zu fassen, dass du nicht mehr in die Kirche gehen willst, Homer. Was hat das für einen Sinn, jeden Sonntag in so ein albernes Gebäude zu gehen? Ist Gott nicht überall? Amen, Bruder. Glaubst du nicht, der Allmächtige hat Besseres zu tun, als darauf zu achten, wo ein kleiner Mensch eine Stunde seiner Woche verbringt? Danke, Daddy. Und wenn wir nun die falsche Religion erwischt haben, dann wird Gott von Woche zu Woche nur wütender. Ehrlich gesagt, ich glaube, in mir steckt manchmal auch so etwas wie ein kleiner Homer, der keine Lust hat, sonntags früh in die Kirche zu gehen. Homer Simpsons jedenfalls macht es zu einer Grundsatzentscheidung. Und ich finde, er stellt eine richtig gute Frage. Wenn man an einen Gott glaubt, der zwar unsichtbar, aber allgegenwärtig ist, warum ist es dann überhaupt wichtig, jeden Sonntag in ein Kirchengebäude zu gehen? Diese Frage ist tatsächlich schon alt, sogar uralt. Der Kirchenvater Augustinus berichtet uns, wie einer der berühmten Gelehrten seiner Zeit, Marius Victorinus, vor etwa 1600 Jahren Christ geworden ist. Victorinus hat es zunächst nämlich auch nicht für nötig gehalten, in die Kirche zu gehen. Er war überzeugt, dass er als schlauer Philosoph ja das Wesentliche des Christentums schon studiert und verstanden hätte. Nur wer den christlichen Glauben nicht aus sich alleine verstehen konnte, musste seiner Meinung nach in die Kirche gehen. Diesen Platonismus für Arme hatte Victorinus gar nicht nötig. Als ihm dann gesagt wurde, dass er aber erst Christ ist, wenn er in die Kirche geht, hat Victorinus spöttisch geantwortet: Dann sind es also die Mauern, die den Christen ausmachen? Die Antwort auf diese Frage lautet zunächst nein. So wie man kein Auto wird, wenn man in die Garage geht, so wird man auch kein Christ, wenn man eine Kirche besucht. Aber auf den zweiten Blick ist ein Christ, der glaubt, auf die sichtbare Gemeinschaft mit seinen Mitchristen in der Kirche verzichten zu können, wie ein Ehepartner, der seinen Ehering nicht mehr tragen will. Der Ehering macht mich nicht zur Ehefrau. Aber wenn ich den Ring nicht mehr tragen will, dann scheint irgendetwas an meiner Beziehung nicht mehr zu stimmen. Das Verzichten auf das sichtbare Zeichen meiner Beziehung bedeutet viel mehr. In einer Religion, in der Gott keine abstrakte philosophische Idee ist, in einer Religion, in der Gott kein nebulöser Geist ist, sondern in einer Religion, in der die Gnade Holz wird, die Vergebung Wasser, die Liebe Brot, also in einer Religion, in der Gott Mensch geworden und im menschlichen Fleisch sichtbar geworden ist. In einer solchen Religion muss auch der Glaube an den allgegenwärtigen und unsichtbaren Gott immer wieder sichtbar werden. Die Gemeinschaft in meiner Kirche ist nicht irgendeine Nebensache für kleine Geister, sondern es ist in gewissem Sinn die Sache selbst. Es ist diese Gemeinschaft, ohne die ich nicht wirklich Christin sein kann. Homer hat also völlig recht. Gott ist überall. Aber dieser unsichtbare Gott muss für mich sichtbare Wirklichkeit werden. In meinem Leben, in meinen Beziehungen, in meiner Kirche. Und dann, lieber Victorinus, ja, dann machen die Mauern tatsächlich den Christen aus.